So Leute, willkommen zurück bei Fahrenheit. Geht's direkt weiter. Euer Joe Vegas von Vegas Bros. Und ja, diesmal nehmen wir Lucas Kane, N&J Bank. Erstmal ein Abkotzen, Junge. So sieht's vor der Arbeit immer aus. Schon wieder arbeiten, Junge. Ich hatte hohes Fieber und zitterte am ganzen Körper. Meine Migräne bohrte mir erneut Löcher ins Hirn und zu alledem wehrte mein Magen jederlei Nahrung ab. Mein Körper schien gegen etwas anzukämpfen, aber ich wusste noch nicht wogegen. Erstmal pissen gehen, dann geht's uns ein bisschen besser. So. Da sind wir ready. Da sind wir ready, meine Freunde. Erstmal wie ein Affe das Gesicht waschen. Apropos Affe. Ich habe jetzt ein Anchesters Let's Play. Das könnt ihr euch auch angucken. Richtig nice. Wird das Spiel ein bisschen vorgestellt? Ich würde sagen, Fahrenheit 8 von 10. Zum Thema Review würde ich mit 8 bis 10 bewerten. Geile Story. Ich Ist schon muss ein einfach weitermachen, bisschen als sei nichts fesselnd. geschehen. Bloß kein Misstrauen erregen. Trotz meines Zustands beschloss ich, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Hi Lukas, alles klar? Hi. Ich bin Leiter der Informatikabteilung bei der Nazer und Jones Bank. Ich teile mein Büro mit Warren. Mit Crawlen. Weißt du, wie spät es ist? Was ist denn mit dir? Ich hatte ein kleines Problem auf dem Herweg. Ich musste noch mal nach Hause, um mich umzuziehen. Dieser Typ ist so komisch. Direkt unheimlich. Wie bitte? Was? Die Hast du Quicktime was gesagt? Events? Nein, ich habe nichts gesagt. Ist wirklich alles in Ordnung, Lukas? Ich habe was gehört, als ob ich Gedanken lesen könnte. Tiffany und ich dürfte vor 2 Jahren gewesen sein. Ich habe es einfach noch nicht wegwerfen können. So, hat uns jemand geschrieben? Gibt's irgendwas Neues? Lukas? Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Wer ruft uns Lukas da an? Payne? Hallo Lukas. Hallo Tiffany. Ich habe dir gestern Abend eine Nachricht hinterlassen. Ich möchte ein paar meiner Sachen bei dir abholen. Passt's dir heute Abend? Ich dürfte so gegen 8 Uhr zu Hause sein. Okay, wird nicht lange dauern. Ist alles in Ordnung, Lukas? Ich muss Schluss machen. Alles ich bestens. Hab zu tun. Tschüss. Pass auf, die Tasse! Lukas? Stimmt was nicht? Nein, ich dachte nur... Es kam mir so wirklich vor. Ich sah die Tasse fallen. Hallo? Ja, wir schauen sofort nach. Die Visionen. Nummer 62 hat ein Problem. Ich gehe hin.
Nein, lass. Ich mach's. Wie du willst. Nummer 62 hat ein Problem. Es war genau so, wie ich es gesehen hatte. Wie mit den Bullen in der Wohnung. Kann es sein, dass ich Dinge sehe, bevor sie sich zutragen? Wie kann das sein? Wie in der Matrix, Junge. Riesenflöhe. Wie bei Guitar Hero. Wie gesnackt. Der Mann aus dem Bart. Eine zweiköpfige Schlange. Ein Kopf in dieser Welt, einer im Jenseits. Wehe dem, der durch die Schlange hindurch sieht. Lukas? Lukas, was ist los? Hörst du mich? Alles in Ordnung? Hey, du hast dich verletzt. Du blutest. Ich muss weg. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war. Aber eins weiß ich. Diese Dinger hätten mich fast umgebracht. Ah.
So, Junge, weiter geht's. In der Leichenkammer. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Wenn Sie möchten, können Sie draußen warten. Ich bleibe, wenn Sie nichts dagegen haben. Medizin interessiert mich. Und Autopsien auch. Ja. Sehr sexy. Wie Sie wollen. Die Carla. Keine äußeren Hämatome am Körper. An der rechten Hand zwei abgebrochene Fingernägel. Er hat den Mörder erst im letzten Moment gesehen. Ihm blieb keine Zeit, sich zu wehren. Ein großes Hämatom hinten am Schädel. Hinterhauptbein gebrochen. Er hat sich beim Fall den Schädel gebrochen. Abnorme Dilatation Es entspannt die einfach. beider Pupillen. Warum sind seine Pupillen erweitert? Was hat er gesehen, bevor er starb? Unsere Tomb Raider, Carla. Drei Stichwunden zwischen der dritten und der fünften Rippe in Herznähe. Die Klinge drang tief ein. Die Stiche sind von vorne sowie von links nach rechts zugefügt worden. Der Mörder ist links. Ein Stich trennte die Aorta durch und die anderen zwei durchtrennten die linke und rechte Kranzarterie. Er hatte wirklich keine Chance. Die Klinge rutschte durch die Rippen und trennte die Arterien. Glauben Sie, das war ein Zufall? Schwierig zu sagen. Die Chance, zufällig mit drei Stichen alle drei Hauptherzarterien zu durchtrennen, ist recht gering. Aber unmöglich ist es nicht. Wurde der Tod definitiv durch die Stiche verursacht? Ja. Die drei Herzarterien wurden durchtrennt. Der hat Das doch Herz wurde gesagt, als ob. buchstäblich vom Rest des Körpers getrennt. Da stirbt Ich man habe auf schon jeden einmal Fall. so einen Fall gehabt. Ist eine Weile her, in den 90ern, glaube ich. Genau identisch. Drei Stiche ums Herz herum, die je eine Hauptarterie durchtrennten. Hat mich damals sehr beeindruckt. Ich fragte mich, wie das möglich war. Der Fall hieß, na, wie hieß er gleich? Carsten oder Kersten oder so ähnlich. Kirsten. Kirsten. Ja, genau, Kirsten. Kennen Sie diesen Fall? Noch nicht. Aber das steht als nächstes auf meinem Programm. Katri war geschockt vor Schmerzen, mir hat's gefallen. Herein! Guten Tag, Inspektor. Tag, Frau Morrison. Nett, dass Sie sich hierher bemüht haben. Nun setzen Sie sich. Tja, wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, Frau Morrison? Nein. Macht nichts, geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, bis das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Okay, los geht's.
Wir schauen mal was. Sieht das Gesicht so wie der Verdächtige aus? Ja, zumindest soweit ich mich erinnere. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dieses Bild wird an alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er uns nicht. Und Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Ich war ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gern ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. Ich mache erst den Verstärker an. Boxen wir uns ein bisschen durch wie Rocky. So, Junge. Muss ich ein bisschen zwischenlabern wegen der Musik. Sonst krieg ich schon wieder keine Monetarisierung. Wie die meisten Videos von Fahrenheit. Und ja. Guck mal jetzt.
Bam. Irgendetwas an mir ist anders. Ich bin stärker und schneller geworden. Oh Gott. Was geht hier bloß vor? So läuft's, Junge. Bam. Ein Low Kick. Trinken wir eine Milch. So. Jetzt sieht man mich auch besser. Sie haben keine neuen Nachrichten. No new Nachricht. Keiner da. Keiner da. Gehen wir mal auf den Balkon. Auch nix hier. Was sollen wir denn machen, Digga? Was sollen wir denn machen? Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig, so oft wie ich das gelesen habe. Gehst du schon mal auf jeden Fall stabil? Neutral zumindest. Haben wir uns gut stabilisiert. Hallo. Hi. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Komm rein, Bro. Setz dich. Und? Alles klar? Ich habe im Krankenhaus total viel zu tun. Und mit der Wohnung bin ich auch noch nicht fertig, aber kann ich klar. Möchtest du einen Gin? Ich glaube, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen, falls du einen möchtest. Ja, warum nicht? Machen wir einen Gin.
Danke. Ich hole am besten deine Sachen. Sind bloß zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. So, Initialien stehen drauf, Fräulein. Da haben wir schon mal eine Kiste. Und die zweite. Schwierig waren die nicht zu finden. Da sind sie. Das müsste alles sein. Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Ich hatte gesundheitliche Probleme, aber es geht wieder. Freut mich. Hey, du fehlst mir, wirklich. Du mir auch. Ich brauche mehr Zeit, Lukas. Ich muss das mit mir selbst ausmachen. Tut mir leid. Das ist nie gut, Lukas. Ich gehe wieder. Dank dir für alles. Das heißt, sie will dich schon mal vergessen. Man könnte so optimistisch sein, vielleicht schlägt sich das auch wieder, aber schwierig. Oh nein. Alles, was ich aufgebaut habe. Zu sagen, es hätte mich nicht gereizt, wäre gelogen. Aber vielleicht war es besser so. Schließlich hatte ich keine Ahnung, was mir in den nächsten 24 Stunden noch alles zustoßen würde. Und was hatte ich einem Mädchen wie Tiffany zu diesem Zeitpunkt anzubieten? Indem ich sie gehen ließ, schützte ich sie. Jungs wie ich waren für sie doch nur Parasiten. Ich wollte versuchen, ein wenig Schlaf zu finden und abzuwarten, was der nächste Tag bringen würde. Was konnte ich ihr schon bieten? Gute Nacht. Gucken wir mal, ob wir eine neue Mail bekommen haben oder eine Nachricht. Dann können wir nur ausschalten.
Schon wieder dieses Mädchen. Sie wirkt so real. Verliere ich langsam den Verstand? Och nein. So Leute, das war's fürs Let's Play. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Liked, abonniert, kommentiert. Wenigstens kurz ein paar Sekunden Zeit nehmen, mir kurz antworten. Dass ihr meine Arbeit wertschätzt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen erfolgreichen Tag. Und guten Rutsch. Ciao, ciao.